Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zur ersten Folge zu Monster Hunter Rise. Alle Folgen, die hierzu aufgenommen werden, werden gleichzeitig auch auf Twitch gestreamt. Das heißt, nicht wundern, dass hier immer wieder mit dem Chat geredet wird. Das war auch schon alles, was ich jetzt hierzu sagen wollte. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe mich auf jeden Fall riesig auf dieses Spiel gefreut. Bin auch glücklich, es endlich spielen zu können. Auf jeden Fall grüße ich hier auch mal jetzt die Leute von YouTube. Bei der Charakterstellung. Ich sag jetzt schon, wenn der Kerl keine langen Haare besitzt, dann nehme ich die Frau. Das ist mir ein Scheißegal. Mein Charakter braucht lange Haare. Okay, damit komme ich zurecht. Darauf kann ich mich einigen. Alter, 50. Ich bin 24 und so alt soll auch der Typ sein. Ja, die Frisur kommt hin. So. Ich werde hier jetzt wahrscheinlich ein bisschen brauchen. Mit der Charakterstellung. YouTube sieht mich danach wieder. Jetzt darf YouTube auch wieder dabei sein. Ich grüße übrigens den Zuschauer, der ungefähr seit 5 Minuten dabei ist, aber sorry, ich war noch in der Charakterstellung, auch der Katze und der Hund. Da war ich ein bisschen abgelenkt. Entschuldigung, dass ich jetzt erst erwähne. So. Mein Team ist bereit. Wieso habe ich hier jetzt auf einmal wieder kurze Haare? Ich habe doch extra lange eingestellt. Was soll das? So, Polle Mutes, die sind erst seit Rise dabei, auf denen kann man reiten, die sind halt wie Pferde, kommt man halt schnell voran. Ich bin bereit für die Jagd. Ewig lang ist Zwischensequenz. Oh, die Randale. Die habe ich schon in den Trailern gesehen, darauf freue ich mich richtig. Da kann man ja gegen richtig viele Monster gleichzeitig kämpfen. Im Übrigen, bevor einer fragt, ich spiele das hier nicht mit der Community zusammen. Ich spiele das nur mit Leuten zusammen, die ich kenne. Weil ich mich mit den Leuten, mit denen ich hier zusammen das Spiel spiele, auch wirklich gut verstehen muss. Man muss hier Insiders dazu kennen. Ich muss mich mit denen unterhalten können. Und ich will halt generell keinen aus der Community jetzt bei mir im Sprachschritt mit haben. Ich meine das jetzt nicht aus hochnäsigen Gründen, einfach nur... Weil ich keinen Bock auf Randoms habe. Das werden viele wahrscheinlich auch nachvollziehen können. So, Shining, die Randale und all das mal beiseite. Ich habe Neuigkeiten für dich. Heute Morgen kam eine Nachricht der Gilde, der zufolge du jetzt offiziell ein Jäger bist. Nun begann das wahre Leben, Fröschling. Ich sollte dich nicht mehr so nennen. Mach ich aber trotzdem. Entschuldigt die Unterbrechung, es ist erfogen. Das so Irfis über die nahen Radar informiert, wie ihr gewünscht habt. Ah ja, danke. Im Übrigen, so, schreibt es mir bei YouTube in die Kommentare, ob ich das wirklich noch weiter vorlesen soll oder ob ich es einfach so da lassen soll. Da fällt mir ein, Shining. Mir ist so angekommen, dass du offiziell ein Jäger bist. Klasse, Glückwunsch. Jetzt musst du dich nur noch bei der Gilde registrieren, damit du anfangen kannst, all die Quests anzunehmen. Dazu solltest du mit Gildenmeister Hoyo in der Versammlungsstätte reden. Aber das kann warten. Jetzt gehen wir erstmal einkaufen. Oh ja, shoppen. Da existiert ja schon das Meme. Wenn du im Feld Erfolg haben willst, bist du auf die Hilfe anderer Dorfbewohner angewiesen. Also, folge mir. Wo fangen wir am besten an? Na, gute Frage im Grunde. Oh, natürlich, der Händler der Geheimnisse. Herr Gero, der Händler. Ja, wie man sich bewegt, weiß ich. Das muss man nicht erklären. Ich habe schon sehr viele Monster-Hunter-Teile gespielt. Also, ich weiß schon, was ich hier mache.
Sei gegrüßt, Meister Shining. Wie ich hörte, seid ihr der Gilde, seid ihr in die Gilde aufgenommen worden. Glückwunsch. Hier findet ihr Heilung und andere Objekte, die euch bei euren Jagden behilflich sein können. Ich variiere mein Angebot häufig und verfüge über Spezialangebote für Jägerinnen und Jäger. Die werden euch sicher zusagen. Kagero bietet manchmal Waren zum halben Preis an. Dann kannst du echte Schnäppchen machen. Achso, die Frau hat geredet. Ich warte immer auf Angebote. Und wenn es soweit ist, schlage ich gnadenlos wie eine Rettern zu. Oh ja, die Retternjagd, die wird lustig. Vor allem, wenn ich das Ei holen muss. Ich spüre oft Lady Hinoas scharfen Blick auf mir. Nun verstehe ich auch, warum. Ach, Kagero, du hast doch Objekte für mich zurückgelegt. Natürlich, ich lasse sie einpacken und umgehend zu euch schicken. Bestens, mal überlegen, wo wir am besten als nächstes hingehen. Ja, zum Schmied. Ganz richtig, da will ich sowieso hin. Gefestigt wie Stahl, Meister Hamon, der Schmiede. Sehr schön, ihn zu besuchen. So. Falls man wissen will, mit was für einer Waffe ich kämpfe, Energieklinge. Ich spiele aber auch manchmal im Gewehr. Also ich bin nicht schlecht mit dem Gewehr. Hinoa. Hinoa, was gibt es? Wie du siehst, treffe ich Vorkehrungen für die Randale. Ich bin beschäftigt. Aber Meister Hamon, ich bringe gute Neuigkeiten für euch. Shining wurde in die Jägergilde aufgenommen. Das Dorf hat nun einen Jäger, auf den wir uns verlassen können. Ist das nicht großartig? Verstehe. Nun gut, Shining, da möchte ich dir gratulieren. Die Ausrüstung, die wir hier schmieden, ist ein essentieller Teil der Jagd. Sie entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Zudem repräsentiert sie unser Dorfjäger. Die nicht mit Tartara-Stahl umgehen können, sind des Banners Kamuras unwürdig. Hier findest du alles, was du brauchst. Über das Herstellen und Verfeinern können wir später noch sprechen. Oh, da fällt mir übrigens was ein. An der Buddy Plaza da vorne kannst du Buddies anheuern. Buddies sind die Katzen und die Hunde, soweit ich das verstanden habe. Also die Katzen sowieso. Leider wird das Ganze vom Meister Hamons Enkel Iori. Schau doch nachher mal auf einen Plausch bei ihm vorbei. Iori klang für mich gerade mehr nach einer Frau. Dieser ständige Umgang mit Felinen und Kaninchen. Irgendwas habe ich gehörig falsch gemacht. Nanu, ich finde, Buddy-Wild-Experte ist durchaus ein ehrenwerter Beruf. Wie dem auch sei, Master Hamon, ist meine Bestellung schon fertig? Ja, einer der Lehrlinge wird sie dir nachher bringen. Okay, ein Ziel haben wir doch. Dann sind wir fertig. Mal sehen. Süßer als süße Dango. Das kann nur der Teeladen von Yomogi, der Köchin, sein. Ich weiß schon durch die Demo, wie die Seilkäfer funktionieren. Und du wirst mir hinterher viel gute Sachen bringen, verstanden? Natschkatze. Hallo. Wir beide wären noch gute Freunde. Oh, Shining. Hey, ich habe die tollen Neuigkeiten gehört. Die Gilde hat dich als Jäger erkannt und alles. Glückwunsch. Vergiss nicht, vor der Jagd vorbeizuschauen und ein paar Dangos zu essen. Wie findest du meine Idee mit den Hasengesichtern? Die finde ich super. Es gibt nichts Leckeres auf der Welt. Noch dazu bringt sie dein Blut in Wallung für die Jagd. Yomogis Dango sind wirklich gut. So gut, dass ich bei der Arbeit nicht genug davon bekommen kann. Oh, schon mein Gedanken daran werde ich ganz aufgeregt, Hund. Oh. Yomogi, das Übliche bitte. Ich danke dir. Natürlich, Hinoa. Ein super duper mega Portion Dango. Kommt sofort. Ich hätte bitte das doch bitte davon. Unser Einkaufstrip hat mir Spaß gemacht, Shining. Danke für die Begleitung, Shining. Ich muss zum Glück nicht so extrem oft was vorlesen, Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob ich Leute mit den verschiedenen Stimmen gerade getriggert habe.
Entweder jetzt während des Streams oder für die, die sich das im Nachhinein anschauen. Im Übrigen, jetzt der Stream, der läuft bis 16.30 Uhr. Danach mache ich so um die 3 Stunden Pause und dann um 8 Uhr geht es nochmal weiter. Ich habe die bei Meister Hamon und Kagero bestellten Objekte direkt in deine Objekttruhe liefern lassen. Überraschung, das ist eine Kleinigkeit von mir, anlässlich deines Aufstiegs zum Jäger. Komm wieder, wenn du mit deinem Registrierungsdings durch bist, ja? Was ist mit dem niedlichen Nango? Tut mir leid, die sind alle für mich. Ich würde ja teilen, aber ich darf schließlich nicht vom Fleische fallen. Da kann ruhig noch ein bisschen drauf bei dir. Ich denke, du hast ein bisschen zu wenig in letzter Zeit gegessen. Du solltest direkt eine Waffe ausrüsten. Ich will sehen, wie dir die Jagdaufzug zu Gesicht steht. Glänzende Idee. Warum rüstest du nicht das Langschwert aus, das ich dir besorgt habe? Ich will kein Langschwert. Ich will die Energieklinge. So, cool. Die Montur steht dir echt gut, Shining. Weh, ich darf das jetzt nicht vor der ersten Quest ändern. Das hat deinem Mut neuen Aufwind gegeben, hm? Dann lass dich gleich in der Versammlungsstätte als Jäger registrieren. Wenn du erstmal mit Meister Hojo sprichst und dich registrierst. Du kannst jetzt echte Jäger Kamuros auf echte Jagden gehen. Wie aufregend. Ich muss hier auf meine Bestellung warten. Also fort mit dir. Ich warte am üblichen Platz auf dich, wenn du fertig bist. So, wehe, ich darf die Waffe nicht ändern. Mann! Ich hasse euch! Es ist jetzt nicht so, dass ich mit dem Langschwert nicht umgehen kann. Nein, aber es ist nicht meine Lieblingswaffe gerade. Ich darf halt wirklich nicht. Das ist so unfair. Ich muss die erste Quest mit einem Langschwert bestreiten. Und ihr seht für YouTube schon, ich werde daraus wahrscheinlich 30 Minuten Folgen wahrscheinlich machen. Einmal, weil die Jagden so lange werden. Aber die Jägergilde ist schön eingerichtet. Im Übrigen, wenn die bei Zwischensequenzen reden, das werde ich nicht vorlesen. Ich finde übrigens schön, dass er auf dem Viech da reitet. Sieht aus wie so eine kleine Version von Tezucabra, wenn man mich fragt. Na guten Quark, Shining. Du hast ja hübsch Zeit gelassen. Ich war schon am Open, du kämst nicht mehr. Du weißt ja sicher, dass ich, Hojo, der Gildenmeister dieser bemerkenswerten Versammlungsstätte. Was? Deine Gildenregistrierung? Ach ja, dazu wollte ich gerade kommen, bevor du mich unterbrochen hast. Hättest du mich ausreden lassen, wäre dir klar, dass wir ein neues Verfahren haben. Komm aus dem Quark. Quark. Joho. Mach ich. Ich weiß jetzt nicht, ob Yannick oder Schwender im Stream, deswegen sage ich einfach mal Team Akadari hier. Mach ich. Es gibt keine Tests und du brauchst auch keine Stempel. Es zählt nur um ein Jahr und du bist startklar. Und damit bist du jetzt ein offizieller Jäger und nicht nur irgendein Jäger. Oh nein, ein Jäger Kaguras. Nimm eine Quest von unserer teuersten Minuto an und geh ein paar Monster jagen. Was das angeht. Ich würde es dir gern sagen, aber ich muss diesen Bericht über die Randale für die Gilde fertig machen. Es tut mir schrecklich leid, aber bitte sprich erstmal mit Hinoa, damit sie dir die Quest erklären kann, ja? Moin, Ass! Utsushi ist... Ah, ist ein Kerl. Ich hab gerade die krassen Neuigkeiten gehört. Fantastisch! Sieht ein bisschen aus wie Kakashi. Bevor du zu Hinoa rennst, komm mal kurz hier rüber. Ich muss doch deine neue Ausrüstung bewundern und ich muss erstmal deinen Tanz, den du da aufführst, bewundern. Ah, ist Yannick. Okay. Darf ich jetzt an die Truhe? Ich darf an die Truhe, na endlich. Ich brauche das Tutorial nicht. So, Ausrüstung ändern, Klinge. Wo ist es? Da.
Danke. Was habe ich denn so an Objekten schon mal? Das würde ich gern sehen. Aha, ein bisschen Trank, Gegengift. Wo ist hier das Teil zum Grillen? Habe ich das noch nicht bekommen? Offenbar nicht. Ich mache aber mal hier das auf jeden Fall voll. Und die können wieder da rein. Herstellungsliste muss ich mir auch noch gleich einstellen, bevor ich die Quest antrete, dass die Sachen sich selber herstellen. Siehst gut aus, Jägers. Glückwunsch zu deiner Ernennung zum Jäger. Die harte Arbeit zeigt sich endlich aus. Ich freue mich für dich. Ach, bevor ich es vergesse, ich muss dir noch die Aktionsleiste erklären. Mit Hilfe der Aktionsleiste kannst du alle möglichen Aktionen ausführen oder ein Menü zu öffnen. Ziemlich cool, oder? Probier's mal. Wähle die Kamera in der Aktionsleiste und mach ein Foto von mir. Wenn das Foto im Kasten ist, zeig es mir. Wir sind hier so Mittelalter. Wie kannst du da wissen, was die Kamera ist? Ah, den linken reindrücken. Okay, ich werde auf jeden Fall versuchen, schöne Fotos zu machen. Die werden dann auch zu Thumbnails. Oh, das ist ja geil. Ich kann einen Couch von mir Fotos machen lassen. Linken reindrücken. Ah, ne, hier. Ich will nicht mit dir reden, ich will die Kamera aktivieren. Warte mal, wie mache ich jetzt, dass dieser Vogel aktiv wird? Ich hätte gern, dass dieser Vogel für mich die Fotos macht. Muss ich nochmal nachlesen. Oh ja, das ist mal ein gut aussehender Typ. Haha, jetzt kennst du dich mit der Aktionsleiste aus. Zeit für eine Quest. Aber falls du noch Zweifel hast, ob du bereit bist, kannst du deinen Können im Trainingsbereich auffrischen. Der ist nur eine kurze Bootfahrt von der Buddy Plaza entfernt, wo Iori mit seinen pelzigen Freunden abhängt. Dort kannst du alle möglichen Waffen und Fähigkeiten ausprobieren. Ist ein guter Ort, um sich vor der Jagd aufzuwärmen. Ich weiß schon, wie das Spiel geht. Ich brauche das nicht. Alles klar, ich will dich nicht länger aufhalten. Hinoa wartet auf dich, stimmt's? Ich brauche das Tutorial immer noch nicht. Ja, hier ist jetzt der heutige Part vorbei. Ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Es tut mir leid mit dem Audioproblem. Das legt sich noch im Verlauf der Folgen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr Spaß hattet. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Part. Tschüss!